Oh, damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu die Riftbreaker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. In der letzten Folge stehen geblieben, als wir Titan ausgebaut hatten. Das habe ich jetzt schon mal fortgeführt. Auf Außenposten 8 kriegen wir jetzt 16 Titan. Ich habe noch 3 Titan oder 4 Titan wieder ausgebaut. Nichts Besonderes, habt nichts verpasst. Wir kriegen auf jeden Fall jetzt 16 Titanen die Sekunde dazu. Ich hoffe, das reicht jetzt. Rumtechnisch sieht es hier gerade nicht so gut aus. Was hast du verbraucht? Du hattest Uran verbraucht, ne? Und Kühlmittel. Und du warst... The Rift Station has finished cooling off after the failure and is ready to charge up again. Okay, ich werde das Ding hier mal anmachen. Dann sollten wir ein bisschen Titan wieder dazu Energie dazu kriegen. Okay. Titan haben wir jetzt 15,1000. Ich hoffe, das gleich noch steigt. Sollte aber eigentlich. Hey, lass mich durch da. Ja, 15,2, sehr gut. So, was haben wir hier? Hier, oh, hier produziert Energie minus Titan. Ihr produziert Plasma. Warum produziert ihr Plasma? Und ihr produziert hochaufgeladenes Plasma für das Ding hier, ne? Aber ich kann doch eigentlich auch die Plasma-Konzentration. Da lang führen, ne? Dann machen wir einfach mal. Zapfen wir hier noch ein bisschen Plasma. Warte. Das ist gerade nicht so günstig hier. Wasser müssen wir hier nach oben legen. Hier lang bitte. Jupp. So möchte ich das. Und so. Haben wir hier ein bisschen mehr Platz und können hier noch Plasma langlegen. So, jetzt müsste da ordentlich Plasma reinkommen, oder? Genau. Perfekt. Sehr, sehr gut. Okay, damit haben wir Wasser. 5000. Liefern wir, ne? Was haben wir denn hier in der Pipeline? Minus 275 kommt 500 an. Das ist sehr gut. So, dann brauchen wir hochaufgeladenes Plasma. Du verbrauchst 50 die Sekunde. Wir kriegen rein 50. Das passt also auch. New blueprints are available for crafting. 1 Million Energie haben wir. Stabilisatoren haben wir. Dann müsste es jetzt eigentlich hinhauen. Gut. Dann drückt die Daumen. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Los geht's. Die Energie kommt gerade krass rein, warum auch immer. Wie sieht's mit dem Titan aus? 16,3.
Base is under attack. Ja, 16,4, sehr schön. Ach, da oben wieder in der Ecke, ne? Pille-Palle. Easy, easy, easy. Uranium storage is full. Froschi ist auch wieder am Start, falls ich mich ein bisschen verschnupft anhöre. Bin ein bisschen erkältet. Build more storage facilities. Aber ich wollte Riftbreaker unbedingt noch zu Ende machen. Ja, das müsste jetzt wirklich das Ende sein. Okay, kommen jetzt die ganze Zeit irgendwie Vegetables? Ja. Wie letztes Mal auch. Aber das sollten wir schaffen. Base is under attack. Eigentlich habe ich ja alles geupgradet. Ja. Jetzt können wir ja hier noch ein Upgrade machen. Leider nein, leider gar nicht. Ist nicht so schlimm. Kriegst auch so hin. Alter. Okay. Da geht's ab, da geht's ab. Base is under attack. Ja, ich weiß. Ich will aber den ganzen Scheiß hier noch einsammeln. Schon mal oben gucken. Hälfte haben wir schon fast. Hallöchen. Okay. Das war jetzt nicht so geil. Ich fahre wieder dahin. Was ist das hier? Uranium, achso. Uranium. Ja, was habt ihr hier alles Schönes gedroppt für mich? One of our buildings has been destroyed. Was? Was? Nee. Nee. Was ist denn hier der Ausgang? Oh shit, ey. Buildings destroyed. Da noch. Hm. Ah, hier war nicht alles voll geupgradet. Jetzt aber. Oh, gleich ist soweit. Gleich haben wir es geschafft. Oh, kein Angriff mehr? Langweilig. 89, 95 von 100. So, ich glaube, wir haben es geschafft. 25 Sekunden.
Und dann geht's hoffentlich zurück zur Erde. Okay, er speichert nochmal. Okay. We are ready to open the two-way portal back to Earth. Build more. We made it. It's hard to believe that this moment is finally here. Okay, wir haben jetzt 2 Minuten, um da reinzugehen. We are receiving signals from the Earth. Quantum audio transmission incoming. Congratulations, Riftbreaker Novak. You've secured Galaxia 37 for colonization. This is a huge step forward for all of humanity. Our expeditionary forces can start building up a colony. This planet has an abundance of natural resources that will enable our civilization to thrive for centuries to come. Your bravery and persistence will serve as an inspiration for future generations of Riftbreakers. The galaxy is full of planets that are waiting to be discovered and explored. Our new home on Galaxia 37 will allow us to go further than we have ever gone before. Jo. Hat echt nur noch dieses bisschen Titan gefehlt. So ein Mist, ey. Naja. Damit ist dieses Projekt jetzt auch abgeschlossen. Ja, cooles Spiel auf jeden Fall. Hat Bock gemacht. Vor allem die Waffenmodifikationen waren echt cool. Die Kombination plus die Mods, die man einpacken konnte. War cool. Das Aufbauen sowieso. Ich mag TDs oder allgemein so Tower Defense Games. Das bockt. Das bisschen rumlaufen, das prozedural generierte Biomen, was du immer bereisen kannst, das ist cool. Ja, cooles Spiel, sehr, sehr cooles Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, damit würde ich aber auch sagen, verabschiede ich mich. Ich lasse die Credits wieder durchlaufen. Wieder dem Respekt der Entwickler und allen Mitschaffern, die daran mitgewirkt haben. Jo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Projekt, beziehungsweise in einem neuen Projekt. Mal sehen, was dann kommt. Demnächst kommt Elden Ring. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Und ein anderes, auch etwas älteres Game, aber neu aufgelegt. Habe ich noch im Blick. Vielleicht werde ich das auch vorher noch anfangen. Muss ich mal schauen. Wir werden sehen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlichst fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderhübschen Tag. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.